Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu den Grundbegriffen der Algebra. Wir sollen aus den 5 gegebenen Zahlen jene herausfinden, die zur Menge der rationalen Zahlen gehören. Mache dich bitte zuerst eigenständig auf die Suche nach diesen rationalen Zahlen. Rationale Zahlen sind bekanntlich alle Bruchzahlen. Alle Zahlen, die man als Quotient aus einer ganzen Zahl, ich nenne die jetzt z für ganze Zahl, und einer natürlichen Zahl n schreiben kann. Eine solche rationale Zahl, wenn sie als Dezimalzahl geschrieben wird, ergibt entweder eine endliche Dezimalzahl oder eine periodische Dezimalzahl. Auch daran lassen sich rationale Zahlen erkennen. Überprüfen wir nun der Reihe nach unsere 5 vorgegebenen Zahlen. Zahl Nummer 1 ist -1/2. -1/2 ist offensichtlich eine rationale Zahl. Ich kann -1/2 ja als -1/2 schreiben, beziehungsweise als Dezimalzahl als -0,5, als endliche Dezimalzahl. Diese Zahl erfüllt also die Kriterien für eine rationale Zahl und gehört in die Menge Q. Zahl Nummer 2, die uns angeboten wird, ist Pi Fünftel. Pi ist aber bereits eine irrationale Zahl. Und wenn man eine irrationale Zahl wie Pi durch eine rationale Zahl, in dem Fall sogar eine natürliche Zahl, dividiert, verlassen wir den Bereich der irrationalen Zahlen nicht. Die Division durch 5 ändert nichts daran, dass wir unendlich viele sich nicht wiederholende Nachkommastellen haben in der Dezimaldarstellung des Ausdrucks Pi Fünftel. Es handelt sich also um eine irrationale und um keine rationale Zahl. Zahl Nummer 3 ist 3,5 periodisch. Wie von mir bereits erwähnt, gehören die periodischen Dezimalzahlen zu den rationalen Zahlen. Ich kann aber diese rationale Zahl 3,5 periodisch auch als Bruch schreiben, um sicher nachzuweisen, dass es sich um eine rationale Zahl handelt. Es geht hier also darum, diese 0,5 periodisch in einen Bruch umzuwandeln. 0,1 periodisch ist bekanntlich ein Neuntel. 0,5 periodisch ist das Fünffache davon. Es sind 5 Neuntel. Und diese gemischte Zahl, 3 ganze 5 Neuntel, kann ich nun in einen unechten Bruch umwandeln und erhalte 32 Neuntel. Diese 32 Neuntel erfüllen nun wieder die Bedingung, dass der Zähler und der Nenner, Zähler eine ganze Zahl und der Nenner eine natürliche Zahl ist. Also handelt es sich noch einmal extra nachgewiesen um eine rationale Zahl. Zahl Nummer 4 ist Wurzel aus 3. Die Wurzel aus einer Primzahl ist grundsätzlich eine irrationale Zahl. Die Wurzel aus 3 daher auch. Es gibt keine Möglichkeit, Wurzel aus 3 mit Hilfe eines Bruchs aus einer ganzen und einer natürlichen Zahl zu schreiben. Dafür gibt es einen Beweis, den du vermutlich in der Unterstufe kennengelernt hast. Zahl Nummer 5 ist -Wurzel aus 16. Bitte -Wurzel aus 16 nicht zu verwechseln mit -Wurzel aus -16. Die Wurzel aus einer negativen Zahl ist keine reelle Zahl oder nicht durch eine reelle Zahl lösbar. Dagegen ist -Wurzel aus 16 einfach minus. Die Wurzel aus 16 ist 4 und damit -4. -4 ist für sich genommen eine ganze Zahl. Man kann sie aber, um sie übereinzustimmen mit der Standardform eines Bruchs, durch -4/1 ausdrücken. Und wir erhalten damit tatsächlich für -4 eine Schreibweise, die einer rationalen Zahl entspricht. Alle
Natürlichen und ganzen Zahlen sind ja Teilmengen der rationalen Zahlen und damit ist die ganze Zahl minus 4 ebenfalls eine rationale Zahl. Insgesamt sind also 3 der 5 vorgegebenen Zahlen rational. Und damit ist das Beispiel gelöst.